Ihr seht 16 Bars TV Shortcuts. Mein Name ist Teddy und das sind die Themen. Kollege kommt mit dem Zuhälter-Tape Nr. 4. Echo Fresh überrascht mit der Bars über Nacht-EP. Die Rap-Gruppierung Blumentopf löst sich auf. Und Drakes Hotline Bling Musikvideo löst einen Internet-Hype aus. Rapper-Kollege gab heute bekannt, dass er seine Zuhälter-Tape-Reihe weiter fortsetzen möchte. Demnach erscheint am 11. Dezember der vierte Teil der Reihe. Eine erste Videosingle gab es zu der Platte auch zu sehen mit dem Titel Genozid sowie auch das Cover. Der letzte Teil der Reihe, Zuhälter Tape Nummer 3, erschien 2009 in einer limitierten Auflage von 5000 Exemplaren. Seit August ist der Rapper Plusmacher bekanntlich bei Kopfticker Records unter Vertrag. Wem das Label nichts sagt, es ist das Label von dem Rapper Khatar. Erste Infos zum ersten Album, welches über dieses Label erscheinen soll, gab es auch. Demnach wird das Album den Titel Die Ernte tragen und wird am 15. Januar 2016 erscheinen. Die erste Single aus der Platte gibt es auch zu sehen mit dem Titel Taschenrechner, welche wir euch natürlich unten in der Beschreibung verlinken werden. Für die Fans von Blumentopf gab es heute leider sehr, sehr traurige Nachrichten, denn die Rap-Formation aus München hat sich dazu entschlossen, nach ganzen 23 Jahren sich aufzulösen. Dies haben sie heute über ihre Social-Media-Kanäle bekannt gegeben, also heißt es nach ganzen 7 Studioalben Abschied nehmen. Der Trend mit den unangekündigten Releases geht wohl weiter, denn heute überraschte uns Echo Fresh mit der Bars über Nacht EP. Die EP umfasst ganze 5 Tracks und ist erwerblich auf iTunes und Amazon. Und einen kleinen Vorgeschmack in Form einer Videosingle zum Titeltrack gibt es auch zu sehen. Das verlinken wir euch natürlich unten in der Beschreibung. Das neue Album von Mauli mit dem Titel Spielverderber ist ab heute digital erhältlich. Wer das Ganze in physischer Form haben will, muss sich das Ganze auf babashop.de bestellen. Wenn ihr noch ein weiteres Kaufargument für die Platte braucht, eine neue Videoauskopplung zu dem Song Nichts zu tun, gibt es auch zu sehen. Verlinken wir euch natürlich unten in der Beschreibung. Derzeitig ziert The Weeknd die aktuelle Ausgabe des Rolling Stone Magazins und in der Title Story spricht der Sänger unter anderem über seine Beziehung zu Drake, seinen musikalischen Werdegang und seinen Drogenkonsum. Dies verlinken wir euch natürlich unten in der Beschreibung. Apropos Drake, dieser schwingt ja gerade ordentlich sein Tanzbein im Hotline Bling Musikvideo. Seine Tanzkünste sorgten für einen großen Internettrend, sodass wir sämtliche Memes zu sehen bekommen haben. Hier ein kleiner Eindruck. R&B-Sängerin Tinashe posiert in der aktuellen Ausgabe des Playboy Magazins. Die ansehnlichen Fotos könnt ihr euch unten über den Link anschauen. Wer sich mehr für ihre Musik interessiert, ihr zweites Soloalbum mit dem Titel Joyride ist noch für 2015 geplant. Heute ist Freitag. Freitag heißt Release-Tag. Credibil kommt hierzulande mit seinem Debütalbum Renaissance. Heute gab es im Übrigen bei uns eine Videopremiere zu seinem Song Goldener Schluss. Das Video wurde wie gewohnt von Mikis Fontanier gedreht. International kommt DJ Khaled mit I Changed A Lot. Reichlich Videosingles gab es in der vergangenen Woche auch zu sehen. Da hätten wir einmal Bushido und Shindy mit Brotbrechen. Alligator kommt mit Lass liegen und ASD kommen mit Mensch gegen Maschine. International haben wir ein sehr herausstechendes Video mit dem The Hills Remix, The Weeknd featuring Eminem. Das Ganze erfolgt in Form eines 360-Grad Virtual Reality Videos. Dann hätten wir noch eine Live-Performance von Jay-Z und Beyoncé zum Song Holy Grail. In Sachen Charts haben wir einen Neueinsteiger, der direkt auf die 1 geht, nämlich Majo mit seiner neuen Platte Breiter als 2 Türsteher. Am Mittwoch ging die letzte Folge von Schorestein Papier online, die Serie, für die Kollegen von Sequence einen Krimi-Preis abgeräumt haben. Und zur Feier des Ganzen gibt es exklusiv bei Rough Cut in einer streng limitierten Auflage dieses schicke Shirt. Über den Link unten in der Beschreibung kommt ihr zu dem Ganzen, also greift zu, solange der Vorrat reicht. Für die Leute, die schon ganz gespannt auf das Rap-Quiz Bushido vs. Sido warten, habe ich hier ein sehr interessantes Video. Schaut mal rein. Chris kommt mit Bushido, ja, das kommt. Wir haben, wie gesagt, schon einen Termin. Ich weiß jetzt nicht genau, wann nach der Tour irgendwann und ich denke, 16 Bars wird das dann ganz schnell hochladen. Heißt also, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es letztendlich auch zum Rap-Quiz kommt. Damit verabschiede ich mich heute. Ich habe leider noch eine traurige Nachricht zu vermitteln, denn ich werde für die nächsten 4 Wochen nicht am Start sein. Wir müssen wahrscheinlich die ganze Sache jetzt hier pausieren, weil ich habe auch keine Vertretung. Und also vielleicht habe ich die doch. Also das ist Karim. Hey. Und ja, er wird das dann übernehmen. Wie dem auch sei, ich bin Teddy, das war 16bars.tv Shortcuts. Haut rein.